Hallo und moin moin zu einer neuen Folge vom The Sailing Basement Tour TV. Draußen regnet es wirklich heftig und ich plane hier gerade meine Sommer-Ostsee-Tournee. Was soll das bedeuten? Ich möchte mit dem Segelboot von Flensburg, meinem Heimathafen, bis die ganze deutsche Ostseeküste längs, quasi bis nach Usedom fahren. In 3 Wochen und dort währenddessen 8 Konzerttermine spielen. Diese werden stattfinden in Eckernförde, in Laboe, im Skipper's Place, auf der Travemünder Woche, in der Marina Weißewiek, Yachtwelt Weißewiek, in Boltenhagen, im Vielmeer, in Kühlungsborn, dann im Hafen von Zingst und ganz hinüber bis in die Marina Baltic Sea Resort in Kröslin. Ja, wird natürlich eine herausfordernde Aufgabe, das dann auch wirklich alles hinzubekommen. Ich hoffe, der Wind spielt mit. Eigentlich brauche ich nur Westwind für die Zeit. Ich hoffe, das bleibt so. Und für den Rückweg natürlich dann gerne Ostwind, weil dann heißt es wieder von Rügen im Prinzip ganz zurück bis in die Flensburger Förde zu fahren. Ja, ich glaube, sowas hat es noch nicht gegeben. Wenn ihr in eurem Hafen also 2 Segelboote auftauchen seht, auf denen laut "Ich gehe segeln" läuft und hinten ein Banner dranhängt oder sowas, dann kann das gut sein, dass wir das sind. Ja, alle Tourtermine und so weiter gibt es bei mir auf der Homepage www.loofgear.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut.